Es ist definitiv so, seit der Aufstellung 2003 haben wir diese atypischen Rotlichtzeiten, also Rotlichtverstöße, wo man sagen kann, da fahren die Leute drüber bei 20, 30, 40 Sekunden rot. Und das ist natürlich ein besonderer Fall, der uns natürlich auch schon lang zum Nachdenken gebracht hat. Die Stadt selber hat ja von einem Mysterium gesprochen. Aber mit Mysterien sollten wir uns an sich nicht so beschäftigen, ja, sondern wir sollten uns mit konkreten, nachweisbaren Verkehrsverstößen beschäftigen. Also nach Auswertung der ganzen Bilder ist unsere Erklärung ganz klar, dass die Leute die nötige Aufmerksamkeit in dem Moment einfach nicht mitgebracht haben. Die allermeisten haben die Ampel überhaupt gar nicht gesehen. Die Gesichter sind immer sehr überrascht auf den Bildern, weil ja die Leute gar nicht das Gefühl hatten, was falsch zu machen. Warum tauchen dann diese geringen Rotlichtverstöße nicht auf? Warum gibt es die gerade nicht? Verstehen Sie, es ist ja nicht nur so, dass wir hier gehäuft in diesem Bereich zwischen 10 und 40 Sekunden haben, sogar sehr gehäuft, sondern wir haben die normalen eben nicht. Und das ist, also das ist mit einer fehlerfrei arbeitenden Anlage nicht zu erklären. Dort weniger wurden oder dass die Rotlichtzeiten sich geändert haben. Nochmal. Und wenn dort drüber gefahren wird, wird der Blitz ausgelöst. Aber es werden wir nehmen da schon Rücksicht drauf, dass das nicht der klassische Fall ist. Und deswegen machen wir von unserem Ermessen Gebrauch als Behörde und stellen einen Bußgeldbescheid aus mit 3 Punkten und 90 Euro Geldbuße plus Gebühren und eben kein Fahrverbot. Entweder stimmen die Zahlen, und dann ist das entsprechend zu ahnden. Oder sie stimmen eben nicht. Aber ich kann nicht sagen, ah, so ganz stimmsinnig. Ja? Verstehen Sie? Oder ich kann nicht sagen, ja gut, 28 Sekunden oder 35 Sekunden ist ein bisschen viel. Wir handeln das jetzt mal runter auf unter eine Sekunde.